Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Heute reden wir über ein Thema, das vermutlich weiter verbreitet ist, als man denkt. Der Grund ist, dass die Betroffenen nicht sehr gerne darüber reden. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Das Thema heute ist Cyberkriminalität, vor allem die, die Unternehmen betrifft. Wer ist besonders gefördert? Wer steckt hinter diesen Angriffen? Und was wollen diese Angreifer überhaupt? Das frage ich heute einen Experten, der sich vor allem auf der Versicherungsseite mit Cybercrime beschäftigt. Er ist Urzofiger, heute in einer Kaderposition beim Versicherungsunternehmen Verlag tätig. Was er dort genau macht, das erklärt er uns jetzt gerade selber. Ich freue mich sehr, dass er ins ZT-Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Markus Bertschi. Danke vielmals für die Einladung. Grüezi, Herr Pfister. Gerne geschehen, Herr Bertschi. Ich habe es gerade erwähnt, Sie haben beruflich mit dem Thema Cybercrime zu tun auf der Versicherungsseite. Erklären Sie doch uns, was ist der Hintergrund und wie sind Sie im beruflichen Alltag mit dem Thema konfrontiert? Das ist richtig. Wie Sie richtig gesagt haben, arbeite ich für die Firma Verlag AG. Wir sind ein neutrales Brokerhaus, das spezialisiert ist auf einen gesamtheitlichen Beratungsansatz in der Begleitung von Unternehmungen, aber auch von NPOs oder von öffentlichen Dienstleistern. In den täglichen Gesprächen merken wir, besonders wenn es um Versicherungs-, aber auch um Risikomanagement-Themen geht, dass das Thema Cyber allgegenwärtig ist. Man spürt gerade bei Kunden im KMU, aber auch bei grösseren und kleineren Kunden, dass das ein Thema ist, das bewegt, das zunehmend mehr Bedeutung gewinnt. Das sieht man auch, wenn man täglich Zeitung liest. Auch im Zofiger Tagblatt liest man ja gewisse Artikel über die Thematik, dass einfach auch im Sorgenbarometer das Thema sehr weit oben ist, dass sich dort eine Veränderung stattgefunden hat. Und wir versuchen, unseren Kunden dort entsprechend zu unterstützen, dass wir sie können begleiten, wenn es darum geht, die Risiken zu erkennen, aber vielleicht auch zu vermindern oder gemeinsam mögliche Ansätze zu schmieden, wie man auch den Eintritt vermeiden kann. Wir haben ja zum Beispiel darüber berichtet, und das haben Sie sicher intensiv mitverfolgt, der spektakuläre Fall von Cybercrime, der Angriff auf Siegfried AG im Frühling 2021, etwa vor einem Jahr ist das gesehen. Betroffen damals sind gesehen 9 von 11 Standorten von der Siegfried AG, aber jetzt scheint es ja überhaupt nicht so zu sein, dass noch grosse Unternehmen im Visier von diesen Cyberkriminellen sind, denn auf ihrer Homepage lese ich, dass 80% oder ein schöner Anteil KMU sind. Das ist korrekt. Das ist definitiv so. Man liest halt sehr oft nur von den Grossen. Viele versuchen auch, das Thema ein bisschen stillzuschweigen, weil man auch nicht irgendwelche Reputationsverluste erleiden will, wenn man nachher so darüber berichtet wird in der Zeitung oder auch sonst in Medien. Es ist in der Tat so, dass aber gerade kleinere Firmen eigentlich mehr gefördert sind als die grossen Unternehmungen. Zwar ist der Grund oft der, weil dort einerseits die fehlenden Ressourcen, eine mittelgrosse Unternehmung kann sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist dann nachher aufgrund von diesen fehlenden Ressourcen ist vielleicht auch der eigentliche Schutz von der IT vielleicht nicht auf dem Stand, wo er sollte sein. Und das macht natürlich gerade dann kleinere Unternehmungen auch interessant, weil mögliche Hacker dann auch einfacher könnten zum Ziel kommen. Und das ist leider eine Tatsache, dass sehr viele kleine Unternehmungen mittlerweile auch betroffen sind. Man könnte sogar sagen, dass es eigentlich nicht unbedingt nur die Frage ist, ob man betroffen ist, sondern eher wenn. Also es ist überhaupt nicht so, wenn es jetzt ein Unternehmen da von Zofig in die Welt rausschaut, dass irgendeine Cyberkriminalität etwas ist, was im Kino stattfindet, sondern in den KMU-Regionen, auch in der KMU-Region Zofig. Also es passiert. Oder? Definitiv. Leider sind wir keine Insel, die von den Cyberfällen verschont wird. Sogar die beschauliche und unsere geliebte Region Zofig wird da natürlich auch attackiert. Und wir haben einige Fälle gehabt, auch von Kunden von uns, die direkt betroffen sind, die hier in der Region daheim sind. Das ist mittlerweile leider so, ja. Wenn man jetzt die Angriffe mal anschaut, was wollen die Cyberkriminellen, was wollen die überhaupt, wo jetzt das KMU angreift, jetzt irgendwie, ich sage ein Transportunternehmen oder auch unser Unternehmen, was wollen die überhaupt? Gibt es da Muster von Cluster, von, ja, wo man kann sagen, das ist so, das sind die Motivationslage? Also ich glaube, grundsätzlich ist bei jedem Angriff ist das Ziel, einen finanziellen
Mehrwert in einer kriminellen Art dann auch zu erzielen, also die Unternehmen genau zu schädigen. Und es gibt definitiv da ein Cluster, eine Vorgehensweise. Man kann eigentlich zwei Vorgehensweisen unterscheiden. Das eine ist, wenn ein gezielter Angriff auf eine Firma stattfindet oder wenn es einen grossflächigen Angriff gibt, wo man einfach versucht, den Zufall zu spielen und ganz viele Unternehmungen gleichzeitig angreifen. Der zweitgenannte Fall, wenn es ein grossflächiger Angriff ist, dann ist es häufig so, dass das mittels einer E-Mail-Kommunikation an ganzen Haufen Firmen die Mails versendet werden und man dann darauf hofft, dass es irgendwo eine Unachtsamkeit gibt von einem Mitarbeiter und dann entsprechend das Mail angeklickt wird. Das Gute ist bei diesen grossflächigen Angriffen, dass die häufig nicht ganz so ein starkes Ausmaß haben, weil sie nicht gezielt präpariert sind für eine einzelne Firma. Auch dort gibt es einen Schaden, aber dementsprechend ist es natürlich schon so, dass man die auch ein bisschen leichter beheben kann, dass wenn ein gezielter Angriff stattfindet. Wenn sie Opfer werden von einem gezielten Angriff, dann ist es in der Tat so, dass sich ja, die Kriminellen eigentlich bewusst die Firma auslesen, die Firma beobachten, ein Einfallstor suchen, wie komme ich dort in das System rein von dieser Firma. Und wenn sie mal im System inne sind, ist es eigentlich so, dass sie dann die Firma wie observieren. Das Ziel ist dann, mögliche Themen zu finden, die dieser Firma gross Schaden zufügen könnten. Ich denke da an sensible Personendaten oder vielleicht auch an Prozesse, die stillgelegt werden könnten, Produktionen, die dann nicht mehr laufen könnten. Und dort, wo man nachher durch eine Blockierung des Systems dann häufig Gelder erpressen, an der Firma drohen, dass Daten öffentlich gemacht werden. Oder manchmal gibt es leider auch den Fall, wo gewisse Datensätze, wenn grosse Datensätze von Personendaten zum Beispiel betroffen sind, dass die im Darknet zu einem Preis XY nachher verkauft werden. Also es ist häufig einfach eine Erpressungsgeschichte, dass man so versucht, an Geld zu kommen. Ja, schlussendlich läuft es eigentlich immer auf das raus. Man versucht, den Kunden unter Druck zu setzen, respektive die Unternehmung unter Druck zu setzen, auf die verschiedenen Arten, und dann will man eigentlich entsprechend das Geld erzielen. Ich sehe das richtig, dass man so recht wenig über das Thema weiss, ist, weil wahrscheinlich relativ viel zahlt und dann aber das lieber nicht an die grosse Glocke hängt. Das ist definitiv so. Es gibt viele Firmen, die in Nöte sind, die dann eigentlich keinen Ausweg mehr sehen und dann die Zahlung leisten. Das finde ich persönlich eigentlich sehr schade, weil wenn man sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen würde, hat man sicher gewisse Möglichkeiten, dort vorgängig das Risiko ein bisschen zu vermindern, dass es zumindest nicht zu einer Zahlung kommt und man dann vielleicht mit einem Partner zusammen das Problem lösen kann. Das ist, aber es gibt sicher deren, die quasi, also ich meine, wenn droht wird oder die Produktion schon stillgelegt wird, haben wir wahrscheinlich fast keine andere Möglichkeit, wieder daraus herauszufinden. Ja, also das ist ein grosses Thema. Wenn man dann schon so weit ist. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein Spital betroffen ist und dort nachher irgendwelche sensiblen Geräte nicht mehr funktionieren, dann wird natürlich dann die Luft schon dünn, dass man schnell muss handeln. Aber Gott sei Dank sind mittlerweile die Unternehmen schon auch so weit, dass sie konkrete Notfallpläne in der Schublade haben und die Szenarien zum Teil auch schon eingeübt sind, dass man genau weiss, am Tag XY, wenn das eintritt, müssen wir einfach den und den Weg gehen. Die Zahlung von der Erpressung sollte wirklich immer erst am Schluss sein, passiert aber sehr oft leider immer noch. Gibt es Branchen, Unternehmen, die besonders gefördert sind? Ja, das gibt es. Ich glaube, sie arbeiten in so einem Unternehmen. Das ist so viel getan. Sind auch schon angegriffen worden. Ja. Hat halt eine grosse mediale Aufmerksamkeit. Dort ist ein Reputationsschaden, wenn das ZT nicht mehr zeitlich richtig am Morgen erscheint. Ich glaube, das kommt nicht gut an. Das ist sicher auch bei Ihnen ein Thema. Dann gibt es aber auch Firmen, wo die Produktionsprozesse sehr stark an die IT gekoppelt sind, dass wenn nachher die ganze Produktion still würde, keine Umsätze mehr erzielt werden können. Das sind sicher auch geförderte Firmen. Nebst denen, die einfach heikle Personendaten haben, dort sind wir dann wieder in der öffentlichen Hand, vielleicht eine Gemeinde, Steuerdaten, wo dann so wird versucht, gewisse Erpressung zu erzielen. Weiss man etwas, woher die operieren? Operieren die auch aus der Schweiz raus? In diesem Fall nicht. In den Fällen, die wir kennen, ist es sehr oft nicht aus der Schweiz, sondern es ist eher so ein bisschen aus dem Osten, aus dem fernen Osten. Aber es ist sehr, sehr schwierig, die Leute zu identifizieren. Das bleibt eigentlich eine Blackbox, woher es die wirklich herkommen. Ja, und Strafverfolgung ist wahrscheinlich praktisch unmöglich. Die ist definitiv fast unmöglich, ja. Aus Ihrer Erfahrung als
Experten mit so Cybercrime-Fällen. Können Sie uns den einen oder anderen Fall vielleicht einmal schildern, wie so ein Angriff abläuft und was das für Folgen hat für das Unternehmen? Wir haben es noch nicht so lange her, haben wir einen konkreten Fall bei einem von unseren Kunden gehabt. Dann war es eigentlich so gewesen, dass eine Cyberattacke stattgefunden hat, indem dass man ein gefälschtes E-Mail an eine Mitarbeiterin zugestellt hat. Die hat draufgeklickt, hat gemeint, es sei eine Bewerbung in einem PDF, in einem Anhang. Aufgrund von dem hat sie nachher das System blockiert. Sie müssen sich vorstellen, die Eingabe ist nicht möglich, es kommt ein schwarzer Bildschirm. Dort wird nachher eine Uhr eingeblendet, 12 Stunden haben Sie Zeit, um gewisse Bitcoins an diese Institution oder die kriminelle Institution zu überweisen. Und dann geht es dann nachher darum, zu entscheiden, hey, was machen wir jetzt? In diesem konkreten Fall hat sich die Mandantin von uns gegen das entschieden. Also sie haben sich entschieden, mit ihrem Provider zusammen das Thema zu lösen und nicht zu zahlen. Haben dann die Wiederherstellung gemacht, haben eine gute Datensicherung gehabt, haben aber schlussendlich gleich einen Ausfall gehabt von rund 3 Tagen und etwa einen Gesamtschaden von 60'000 Franken. Und Sie müssen sich vorstellen, die Firma hat eigentlich alles richtig gemacht. Also die haben eben Sie sagen, welche Branche, das kann man ja, also das Unternehmen können wir natürlich nicht nennen, aber vielleicht Branche. Ist ein Produktionsbetrieb gewesen. Also in 3 Tagen 60'000 Franken, da kann man sich ausrechnen, was da zusammenkommen kann, wenn so etwas mal länger stehen bleibt. Genau, ganz genau. Ja. Es ist einfach wirklich mittlerweile ein grosses Risiko. Es bleibt aber ein Restrisiko, wie jetzt in dem Fall, auch wenn man sich sehr gut aufgestellt hat. Ganz auszuschließen ist es nicht. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie bei den Dopingfahndern. Es werden immer neue Dopingmittel entwickelt, die Fahnder springen hinterher und im Cybermarkt ist es natürlich das Gleiche. Der Bertschi, sind Ihnen den Fall bekannt, wo Unternehmen haben müssen aufgeben aufgrund von Cyberangriffen oder in Ruin getrieben worden sind? In unserer Region, Gott sei Dank, bis jetzt nicht. Also wir haben, wie ich vorher angetönt habe, wir haben einige Fälle, wo die Not so gross ist, dass man einfach die Erpressungszahlungen geleistet hat und nachher entsprechend Massnahmen bestmöglich daraus dann festgelegt hat. Es gibt aber einen Fall vor rund etwa 2 Jahren, und das ist dass die Firma Swiss Windows AG in der Ostschweiz, die hatten eine Attacke gehabt. Und zwar ist das über eine Malware passiert, wo dann eigentlich die Produktion stillgelegt worden ist von dem Fensterproduzent. Die haben dann bis zu 2 Monate nicht mehr produzieren können und aufgrund von dem ist die Firma gemäss Informationen auf uns Konkurs gegangen. Man weiss natürlich nicht, ob es alleine nur der Grund war. Aber wenn natürlich die Produktion dann lange hängen bleibt, dann wird es ein grosses finanzielles Problem auch für die Firmen. Was sind denn die häufigsten Fehler, die so gerade KMUs machen? Welche Risiken sehen sie nicht? Welche Risiken bestehen? Welche Einfallstore nutzen die Cyberkriminellen häufig? Ich glaube, das Hauptproblem oder die Hauptgefahr ist eigentlich die, dass immer noch eine gewisse Sorgfaltslosigkeit herrscht, dass man immer noch das Gefühl hat, ja, es bräuchte mich ja vermutlich nicht. Bei den kleineren Firmen fehlen eben, wie ich es auch schon gesagt habe, die Ressourcen und ganz, ganz wichtig ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Also, dass man dort wirklich regelmässig mit den Leuten, die halt die IT brauchen, dass man den Austausch hat, dass das Thema eine hohe Priorität auch hat im Bereich von einer Geschäftsleitung, das gehört auf ein Traktandum regelmässig, dass man dort, ja, sich dem Risiko wirklich immer wieder annimmt. Und das ist schon ein bisschen das Hauptproblem, dass einfach der Stellenwert, es ist zwar im Risikoparameter sehr hoch oben, aber es wird ihm dann manchmal gleich zu wenig Optik geschenkt, dass man dort wirklich schlussendlich auch Lösungen findet. Also ist meine Formel, schludrige Mitarbeiter im Umgang mit Logins und Passwörtern, sind das grösste Risiko, stimmt die oder ist das harte Zuspitzung? Also schludrig finde ich jetzt ein bisschen streng. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Mensch ist das Haupteinfallstor. Ich habe vorher das Beispiel mit dem PDF genannt, wo über eine HR-Mitarbeiterin dann entsprechend das passiert ist. Dort ist jetzt der Fall, die war nicht schludrig gewesen. Die sind mittlerweile sehr gezielt. Genau. Und das hätte man fast nicht können erkennen. Aber so ist es natürlich schon so, die Verlockung bei gewissen Sachen, die reinkommen, bei gewissen E-Mails, dort geschwind drauf zu klicken und schauen, was dahinter ist. Die stehen und dort ist schon angezeigt, dass man das immer wieder trainiert. Nebenzu gibt es auch die Möglichkeit von Penetrationstesten, also das ist sehr spannend.
Wir haben das auch schon bei uns in der Planung, dass wir das einmal machen, dass wir die Mitarbeiter dann bewusst ein bisschen versucht, in die Irre zu führen und zum eben zu sensibilisieren, hey, pass auf. Also so eine Art weisse Hacker spielen, sagt man dem, glaube ich, oder? So quasi schauen, wie sicher ist das? Ist das Unternehmen? Wie genau, ein Hacker-Training, das man eigentlich machen könnte, dass man sagt den Mitarbeitern, hey, es ist jetzt momentan, läuft etwas, noch besser ist, wenn man es eben gar nicht sagt und sie einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann kann man dann schon etwas ableiten, was auch hilft, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Wie wappnet sich so ein KMU gegen Cyberangriff? Ich glaube, das Wichtigste... Welche Botschaft haben Sie da? Unternehmensführer in der Region? Also das Wichtigste finde ich ist, dass die Unternehmen ihre Risiken kennen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie sich überlegen, hey, welche Prozesse, welche Themen sind für uns existenziell. Haben wir vielleicht gewisse Geschäftsgeheimnisse, die auf keinen Fall irgendwie dürften bedroht werden? Haben wir Prozesse, die sehr stark abhängig sind, dass wenn dort etwas passiert, dass dann nachher, das könnte eine existenzielle Geschichte werden. Haben wir sensible Daten, die nicht verloren gehen dürfen? Ich glaube, wenn man diese Themen schon erkennt, diese Einfallstore ein bisschen erkennt, geht es dann nachher in einem zweiten Schritt darum, mit einem externen Partner, dort muss meistens ein Profi an Bord, wo dann auch hilft, dass man diese Risiken versucht, entsprechend besser zu schützen. Und man dort daraus dann auch die entsprechende Verminderung kann erzielen, dass der ganz grosse Clash dann sicher nicht passiert. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer und da kommt dann vielleicht irgendwann auch das Thema Versicherung ins Spiel. Stimmt, wenn ich Ihnen zulasse, wenn man sagt, die Risiken steigen für alle, weil wir werden ja digitaler abhängig. Wir haben immer mehr Prozesse, die in die digitale Welt verschoben werden. Also werden sozusagen alle, also die Risiken steigen so ein bisschen für alle. Enorm. Und man hat das jetzt gerade gesehen in den letzten Monaten, Jahren, in den zwei Jahren mit Covid, wo sehr viel ins Homeoffice gewechselt haben. Das war eine typische Risikoerhöhung gewesen, weil man dort halt im Homeoffice zum Teil nicht so gut geschützt ist. Je mehr digital wir werden, je mehr digital wir unterwegs sind, desto grösser wird auch die Gefahr. Ich meine, schauen Sie Ihr Handy an, wo Sie tagtäglich mit dem umgehen. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich eine Cyberversicherung haben. Das ist überhaupt nicht mein Kernbusiness. Kann ich nicht, nein. Aber ich glaube, schon nur dort wäre es vielleicht interessant, sich zu überlegen, ob man nicht die Glasscheiben daheim vielleicht nicht versichern würde und sich überlegen würde, wäre es eine gute Investition im Cyberbereich zu machen, wäre vielleicht sinnvoll. Ich nehme an, Ihr Business, wenn Sie jetzt so erzählen, die zunehmende Digitalisierung und die Risikosteigerung, Ihr Business muss boomen mit den Versicherungen. Ja, das ist jetzt das ist in der Tat ein grosses Thema, wie wir es schon gesagt haben, aber gerade der ganze Cyberversicherungsmarkt ist enorm unter Druck. Wir haben bis vor etwa 3-4 Jahren haben wir eigentlich relativ viele Cyberversicherungen locker dürfen den Kunden mit guten Prämien auch entsprechend anbieten. Mittlerweile ist das Thema so, dass es sehr viele Schadenfälle gibt, weltweit. Unsere Versicherer sind auch, die Risikorückversicherer sind auch in die ganze Welt vernetzt. Durch das ist auch die Schadenbelastung auf unseren Schweizer Versicherer relativ hoch. Und wir befinden uns zurzeit in einer Phase, in der es zum Teil sogar schwierig ist, überhaupt einen Versicherungsschutz einzukaufen für die Unternehmungen. Oder zu einem sehr hohen Preis, der einfach nicht mehr machbar ist. Zu einem sehr hohen Preis oder mit sehr viel Vorbehalt, dass einfach das und das muss erfüllt sein, dass man überhaupt entsprechenden Versicherungsschutz bekommt. Also, Ihr Business wird härter. Das ist schon interessant eigentlich, oder? Also eigentlich die Nachfrage nimmt danach zu oder die Bedrohung nimmt danach zu, aber das Business wird härter. Ja, das kann man so sagen. Es ist eigentlich so ein typischer Zyklus auch von einer Gefahr, wo zuerst Versicherer das Gefühl haben, hey, das ist ein gutes Geschäft und beim Cyberrisiko hat man jetzt... Das heisst auf eine Art, die Unternehmen, die müssen wirklich ihre Aufgaben in diesem Bereich machen, die können nicht darauf zählen, irgendwie... zu einer Versicherung anklopfen und dann ist alles gut, oder? Nein, ich glaube nicht, weil ich glaube, das Restrisiko bleibt auch bei einer Versicherung. Wenn man gut aufgestellt ist, wenn man regelmässig seine Patches zulässt, eine gute IT hat, dann findet man sicher auch einen Versicherer, der einem hilft. Das ist vor allem auch wichtig, wenn nachher irgendeine Situation eintrifft und man weiss, hey, ich kann jetzt auf diese Nummer 12 Stunden anrufen, dort wird mir geholfen. Aber
es wird härter, um eine Cyberversicherung zu bekommen, als es noch war vor 2 Jahren. Haben Sie eine persönliche Cyberversicherung abgeschlossen? Ich habe eine abgeschlossen. Und sind Sie sehr diszipliniert im Umgang mit den Passwörtern selber? Ich bin nicht diszipliniert im Umgang mit den Passwörtern und bin, obwohl es eigentlich mein Business ist und ich sehr oft erzähle meinen Kunden, schaut dann drauf bitte, sind sensibilisiert, aber selber... Macht man es, okay. Hat man schon auch noch ein gewisses Potenzial, um es zu verbessern. Okay. Genau. Herr Bertschi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Talk sind. Super spannend gewesen. Danke für mal, dass Sie dafür kommen. Hat mir sehr Spass gemacht. Merci für mal. Nächste Woche ein neues Thema, ein neuer Talk, hoffentlich wieder mit Ihnen. Merci fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.